Okay, Harry Kane ist mit seinen 20 Ligatreffern in einer ganz anderen Welt. Aber weißt du, wer die zweitmeisten Tore in den Top 4 Ligen Deutschlands geschossen hat? Guirassy, Boniface, Glatzel. Keine Frage, alles Top-Stürmer. Aber selbst diese Stars können mit einem Spieler nicht mithalten. Es handelt sich um Lars Gindorf von Hannover 96-2. Der 22-Jährige spielt momentan die Saison seines Lebens. In der Regionalliga Nord kommt der Kapitän der Roten auf 18 Tore in 19 Spielen. Und das als offensiver Mittelfeldspieler. Gindorf ist für ein Drittel aller 96 Tore als Torschütze verantwortlich. Auch dank seiner Ausbeute geht Hannover als Spitzenreiter in die Winterpause. Sein Trainer Daniel Stendel hat sich nach dem letzten Spiel wie folgt zu ihm geäußert. Ich sag mal so, jetzt gerade ist er extrem wichtig als Scorer für uns. Aber auch als Denker und Lenker auf dem Platz, der einfach unseren Rhythmus bestimmt und die Mannschaft führt. Gindorf begeistert die Hannoveraner also Woche für Woche aufs Neue. Egal ob artistisch wie Haaland oder per Freistoß wie Becken. Mit solchen Toren ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann Gindorf für 96 in der zweiten Bundesliga auflaufen darf.